Grüß dich und willkommen zur TARP-Herausforderung. Du zählst 6 am 24.04.2023 auf der Karte. Noch ein Ziegel, Schwierigkeitsstufe schwer, immer Luft ablassen, sein Modus und das sind die Regeln. Du hast 26.000 Startgeld, ein Startleben. Das Ganze spielt sich in Runde 74 ab. Das Affenwissen ist hier deaktiviert und die Runderneuerungsrate und die Keramikgesundheit ist wirklich extrem hoch. Okay, los geht's. Hier gibt es viele unterschiedliche Lösungen und ich habe mich für folgende entschieden. Nimm einen Bombenwerferturm und platzieren hier schön ins Eck. Dann machst du als Verbesserung 2, 0 und 1, 2, 3. 4. Dann benötigen wir noch einen Zauberer und der kommt hier über diesen Bombenwerferturm hin, ja, so an diese Stelle. Dann bekommt er als Verbesserung 0, 2 und 1, 2, 3, 4. So, und dann der wichtigste Affe hier auf dem Feld ist der Druide. Achte auf meine Positionierung, die ist wirklich sehr wichtig. Er muss nämlich diesen Weg hier in einer Linie entlang schießen können. Der bekommt als Verbesserung die Stufe 4 hier oben und dann 2 und 0. So, wenn du all das getan hast, kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Hier kommen sehr viele getarnte Keramik Runderneuerungsbloons, was für eine Bezeichnung. Und ob du es glaubst oder nicht, aber diese Stufe 2 Verbesserung ist so ziemlich die wichtigste hier bei all den Affen, denn nämlich nur dieses Eichenherz kann die Runderneuerungsbloons davor stoppen, sich rund zu erneuern. Ja, also ohne die Stufe 2 würdest du das Ganze hier nicht schaffen. Die würden sich viel zu schnell erneuern und ja, zu neuen Keramikbloons werden und dann würde dein Spiel anfangen hier zu stocken, weil es einfach viel zu viele Bloons sind. So, die ganzen Keramikbloons werden nach und nach von unserem Bombenwerferturm hier geknackt. Schicht für Schicht wird er zum Platzen gebracht. So, und das ist auch schon der Sieg. Ich bekomme hier 90 Affendollar und ein Affenfliegerass mit 3-2-0. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus.